Aufgepasst, mein Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute wieder dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und ihr seht, ich bin wieder bei der Steiner Bank am Start. Und heute gibt es eine Fortführung der Reihe. Wir haben ja schon 60 Euro, 100 Euro und jetzt gibt es die Sets bis 150 Euro, die wir euch vorstellen wollen. Die meisten, oder ich glaube, so ziemlich alle gehen End of Life. Ich glaube schon, die meisten, ja. Und jetzt starten wir direkt mit dem ersten Set bis 150 Euro, in das wir investieren würden. Warum wir investieren und so weiter, kennt ihr schon das Spiel. Und du startest ja durch. Ja, ich habe mir das erste Mal ausgesucht, das ist die Saturn 5, das Remake. Ich habe da jetzt als Beispiel mal die alte Saturn 5, das Vorgängermodell, das Ideas-Modell, das ist die 2139. Die neue, die ist ja dann wieder neu aufgelegt worden, also 2020. Und ich habe mir gedacht, durch das, dass die jetzt wahrscheinlich demnächst das Ding verlässt, war das gar nicht so ein schlechtes Investment. Also wir haben selber sehr viel investiert in die Saturn 5, in die neue, weil wir es bei der ersten ein bisschen versäumt haben. Bei der ersten haben wir ungefähr habe ich ca. 20 Stück einmal gekauft und dann haben wir gesehen, was passiert mit dem Preis. Ja, und dann habe ich mich natürlich irrsinnig geärgert, dass wir nicht mehr gekauft haben. Und das habe ich dann geändert, wie die neue nochmal aufgelegt worden ist. Wir haben jetzt die letzten paar Monate nochmal knapp, ja, das können wir dann im Lager anschauen, ca. 100 Stück noch mal gekauft. Genau. Und weil das Modell ja nicht schlechter geworden ist. Natürlich ist wahrscheinlich die erste Ausgabe ist sicher immer ein bisschen wertvoller, aber ich glaube, das Lego-Investment, das Standard-Investment passt die auch ganz gut. Ja, finde ich auch. Und außerdem muss man dazu sagen, dass die erste hier, 21309, die hat die Ideas-Set-Nummer, genau, sozusagen davon. Die zweite hat es eben nicht. Das könnte auch vielleicht. Auch positiv für das Set, weil es ein eigenes Set, das nicht die eigene Set-Nummer hat. Ja, also es geht nicht mit 21. Kann sein, ja. Kann sein, muss aber nicht sein. Aber, sonst sind es identisch und ja, was der Nachteil ist natürlich bei der, du hast es nie so rabattiert gekriegt wie halt manche andere Sets. Also wir haben ungefähr ja, bei 20% Preisnachlass war schon alles benannt. So ungefähr 99 Euro. Ja, zwischen, wir haben schon, nein, was haben wir gekauft? Ich habe das da im Tor niedergeschrieben, was wir im Durchschnitt gezahlt haben. Habe ich das nicht stehen? Weiß jetzt nicht, ich glaube 94 Euro okay, oder so. Aber trotzdem ein cooles Set, würde ich sagen. Ja. Jo, dann mache ich mit dem hier gleich weiter, weil gleich hier steht nämlich mit dem Porsche RSR 42096. Ich halte das mal kurz ein bisschen hoch. Auch ein richtig, richtig cooles Set, meiner Meinung nach. UVP 149,99 gab es natürlich, weil es ein Technik-Set ist, sehr, sehr oft. Stark rabattiert, meiner Meinung nach. 2019 kam das Set raus, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem GT3, den kennt ihr ja, den Orangen, wo ich letztens in der Instagram-Story auch mir einen angeschaut habe zum Kaufen, was ich nicht gemacht habe, weil mir doch zu teuer war geöffnet, 300 Euro hätte ich ja, da bezahlt. Das ist schon brutal. Das ist ja heftig, ja. Ob dieser jetzt den Wert erreichen wird, ich denke eher nicht, aber eine Verdopplung in 2 bis 3 Jahren ist definitiv möglich, nachdem er End of Life gegangen ist. Natürlich, hier gehört wieder dazu gesagt, und UVP kaufen ist jetzt noch verfügbar, verschwindet aber in nächster Zeit. Ja, er steht zwar nicht direkt auf der End-of-Life-Liste, aber durch das, dass er 2019 rausgekommen ist und jetzt noch verfügbar ist, würde er auf jeden Fall jetzt die Zeit nutzen. Genau, man sieht es auch schon bei den Händler-Einkaufslisten, also auf jeden Fall kann man da sagen, er wird verschwinden in nächster Zeit. Ja, ich habe mir jetzt gesagt, machen wir da ein bisschen Abwechslung rein. Ich habe jetzt mal ein bisschen was anderes, also das ist einmal Lego Arts, Andy Warhols, Marilyn Monroe. Ja, der Hintergrund ist der. Also es ist gar nicht so leicht, dass man Sets mit 150 Euro gibt es gar nicht so viele. Oder bis 150 Euro. Und das Lego Arts ist halt ist zum Bauen nicht unbedingt das angenehmste, glaube ich. Ich glaube, das ist eher, das ist aber trotzdem, glaube ich, es gibt viele Fans, die vielleicht mit Lego nicht so viel Mut haben. Und sagen, hey, das passt in meine Wohnung, das passt zu meiner Architektur, das passt in meine Wohnung rein. Und da, glaube ich, ist sowas wie die Marilyn Monroe, das ist aber ganz was anderes. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Set ist, das sehr an Wert gewinnt. Muss nicht sein, kann auch sein, dass ich mich da komplett vergreife. Aber ich habe einiges gekauft davon, weil ich gesagt habe, okay, das ist mal ganz was anderes. Ja, das Coole daran ist, dass die wenigsten das auf dem Schirm haben, denke ich mal. Glaube ich auch. Es wird nicht diskutiert, oder sehr wenig diskutiert über so Sachen. Ja, es wird eher so diskutiert, genau wie um die Weltkarte, dass es halt ein sehr, sehr mieses Bauerlebnis ist, in Anführungszeichen. Aber wie du schon sagst, auch die Weltkarte meiner Meinung nach, oder auch die passen super in der Wohnung eventuell rein, wenn die Wohnung neu ausschaut, ein bisschen Lego drinnen und man kann während dem Fernsehen oder einem Podcast hören und dann das Ding bauen.
zum Kopf abschalten. Ja. Genau, und da haben wir noch eins. Also das sind jetzt die Beatles dann, ja. Die Beatles, die auch da dazu gehören. UVP hier ist 119,99. Mhm, genau. Und du hast es deutlich billiger. Ja, um die 30%, glaube ich, kriegt man es oft. Also das kriegt man jetzt auch. Also jetzt sagen wir Ende Oktober, sieht man es bei Alternate und so Sachen immer nur um minus 27% oder andere Händler auch, ich glaube Amazon. Und ja, und da geht es halt, ja, genau, und es geht halt darum, dass man dass zum Beispiel auch viele Beatles-Fan sagen, boah, cooles Set, ich habe so mit Lego überhaupt nichts am Schirm, aber Beatles, cool, ja, genau, und super für die Wand und Top-Investment, soweit. Genau, und es ist auch noch was dazu gesagt, ja, das ist die erste Reihe und es verschwindet. Genau, also es verschwindet, es ist, genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein... Ich glaube, wann ist es rausgekommen? Ist 2020, glaube ich, im August. Genau, 2020 ja, rausgekommen. War auch nicht so lange am Markt. Genau. Ja, cool, auf jeden Fall. Zwei spannende Investments, weil auch ein paar geschrieben haben, okay, wir sollen uns eventuell mal an was Gewagteres trauen und die zwei sind... Ist, würde ich sagen, ist gewagt. Also schon sehr gewagt. Ja, also, schon. Mal was anderes. Okay, nice. Auf jeden Fall das nächste Set, 75288, das Star Wars AT-AT, der ist hier vorne. Ich will jetzt nicht unbedingt... Hier seht ihr den. Den kennen die meisten, besonders die Star Wars Fans. Und auch ein solides Set, 149,99 ist die UVP, da kommt jetzt ja ein großer raus zum Black Friday, glaube ich. Ungefähr da Black Friday. Wird vermutet zumindest, ja. Genau, so ein UCS-Set, glaube ich sogar, so ein riesengroßes. Wirklich ein großes, ja. Und der geht halt vom Markt und da ist es halt auch spannend zu sagen, okay, wenn jetzt so ein riesengroßer rauskommt, eventuell für den meisten dann auch zu teuer, wenn man ihn bauen will, vielleicht auch der etwas kleinere dann eine Option mit der UVP von 149. Ich habe den auch schon so ungefähr um 100 gesehen, also 50 Euro unter UVP. Mhm. Ist ein Star Wars Set, solides Set, kann man definitiv investieren, aber auch nicht zu UVP meiner Meinung nach. Wie viel habt ihr da? Ich glaube um die 30 Stück und ja, durch das, dass es jetzt noch leicht verfügbar ist, es kommt jetzt die Haupteinkaufszeit eigentlich, ich muss sagen November, Dezember, Jänner, wird, glaube ich, noch genug da sein und auch noch genug rabattiert. Weil ich finde das Argument mit dem Großen sehr, sehr gut. Ich finde schon, ja. Man kann bundeln erstmal, man kann sich beide aufbauen oder wenn einer dann sagt, okay, der Große ist mir viel zu teuer, kauft er sich dann vielleicht auch zu UVP oder ein bisschen drüber, ja, wenn er schon weg ist, irgendwann den hier, weil er... Und es war nie so ein vergleichbarer Drohne und ich glaube nicht, dass der so schnell wieder kommt. Jetzt kommt der Große. Ich glaube nicht, dass dann er so... für einen gewissen Zeitraum, also genug Zeit, damit sie dir Preis entwickeln kann, dass man es dann ordentlich verkaufen kann. Auf jeden Fall, richtig, richtig cool. Ja, das nächste Set von dir. Ja, ich habe auch noch eins da. Wieder mal ein Ninjago. Meiner Meinung nach wieder ein sehr gutes Investment allgemein Ninjago. Das hat man gesehen, da hat es einen mehr oder weniger Vorgänger gegeben von dem Schiff. Die 71705 ist das. Ist auch nicht allzu lang am Markt jetzt gewesen. Geht jetzt definitiv raus mit der jetzigen Serie, genau. Ninjago-Serie. Und ist vom Gefühl her, ich bin jetzt nicht, ich persönlich nicht unbedingt der größte Ninjago-Fan direkt, aber so das Investment, glaube ich, sehr gut. Und es ist Punkt 1 einmal ein Schiff. Ich kann auch heute gerade sagen, ein Schiff ist geht immer toll, also ja, ein Schiff ist immer super. Und der Vorgänger, das ist natürlich der Vorgänger, also das andere Schiff, was vorher von Ninjago gegeben hat, ist natürlich größer und hat natürlich auch eine gewaltige Wertsteigerung gehabt, also super Investment gewesen. Super zum Lagern. Ich habe das, ich glaube, ich weiß es nicht genau, wir haben das jetzt, glaube ich, 40 Mal ungefähr gekauft. Ja, bin überzeugt, dass man sowas gut verkaufen kann. Definitiv, ja. Mit was haben wir das zum Verkaufen gehabt beim Ninjago? Diesen Wüstensegler. Segler, das ist dieses Auto. Genau. Und man hat gedacht, wer kauft sowas? Gell? War man nicht sicher und alles weg. Also bis auf eins oder zwei, was da ist. Also, ja, und auch gegangen. Mit guten Aufschlag. Ja, sehr gut gegangen. Und hast du die 100% bekommen, die du genau. Und es ist relativ schnell gegangen. Also du hast da relativ rasch die 100% gekriegt, weil du natürlich auch mindestens 30% off einkauft hast. Bis zu 35%. Das ist auch bei diesem möglich gewesen. Ich habe es auch zum Beispiel bei Maxmarkt in Österreich. Kennst du ja, da gibt es ab und zu einen 20% Spule-Coupon. Genau. Der ist auch richtig nice. Ja. Auf so, solche großen Sets gilt der genauso. Da hast du noch 20% vom Preis, der schon rabattiert war. Und da hat man heftige Preise erzielen können. 3 hat man immer bekommen. Wie gesagt, 3, naja, ist klar, man aber sagt 30, aber trotzdem. Natürlich, ist ja nicht, wir kaufen nicht auf einmal 30, das ist ja auch so, genau. Das sammelt sich über die Zeit dann an, ja. Ja, richtig, richtig cooles Set. Ja, das war's, glaube ich, eigentlich schon mit unserem Set. Wir haben die zwei Art, das ist sehr, sehr spannend, also finde ich. Das werden wir verfolgen. Das wäre vielleicht sogar ein Set für die Challenge.
Für die Challenge, okay. Ja, vielleicht interessant. Auf jeden Fall verfolgt. Aber das kann sein, dass da was passiert. Meiner Meinung nach, der Porsche auch, wird auch nicht oft diskutiert, so ein Technikset. Ich glaube auch nicht, dass sie so viele den zurückgelegt haben. Und deswegen auch hier, also in jedem Set ist meiner Meinung nach Potenzial drin, sonst hätten wir es nicht genommen. Genau. Aber ich finde, also mein Lieblingsset von den ganzen ist Saturn, Porsche, finde ich am meisten. Ja, Saturn sowieso. Also Saturn, glaube ich, das wird sich selbst verkaufen, meiner Meinung nach zumindest. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, weil es sehr viel am Markt ist. Und wir wissen auch nicht genau, wann es rausgeht, aber vermutlich. Ja, und so lange war die ja, der Remake war ja ein Jahr genau, ganz jetzt genau. Wieder weg. Genau. Genauso wie das Schiff in der Flasche habt ihr ja. Auch gekauft, wir auch nachgekauft. Ja. Ja, genau. Richtig cool. Jo, das war's mit diesem klitzekleinen Video zu unseren Top 6 Sets bis 150 Euro. Wir schauen halt immer, dass wir relativ rankommen mit dem Preis. Wir hätten jetzt auch andere mit 70 Euro nehmen können, aber dann hat es ja wieder keinen Sinn. Genau. Es ist auch so sehr schwierig bis 150. Also zwischen 100 und 150 Euro haben wir ja welche gebraucht, weil die 100er Reihe gibt es ja schon und die 60er auch. Also ja. Deswegen mussten wir da genau in diesem Bereich schauen. Ein paar spekulative Dinge haben wir reingepackt, auch um es vielleicht für euch ein bisschen interessanter dann auch zu machen in nächster Zeit, wenn wir uns das nächstes Jahr anschauen, weil wir gibt ja dann ein Video dazu, wo wir halt in Anführungszeichen nicht aufklären, aber wo wir halt schauen, okay, was ist eingetreten, wie viele Steigerungen, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Mhm. Und ansonsten, wo gibt es eigentlich noch recht viel zu sagen? Nein, ich glaube, das war's. Das war's und wir wünschen euch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Danke, ciao.